In der semi-autobiografischen Komödie von Judd Apatow, The King of Staten Island, hat Scott mit dem Tod seines Vaters zu kämpfen. Dieser starb als Feuerwehrmann, als Scott 7 Jahre alt war. Jetzt ist er in seinen 20ern und lebt noch bei seiner Mutter, die sich prompt in einen anderen Feuerwehrmann verliebt. Eine Herausforderung für Scott, der sich nun seinem Leben stellen muss. Super, klopf, klopf. Wer ist der? Nicht dein Dad. Behandle ihn nicht wie ein Baby. Er ist 24, Marjorie. Gib ihm Flügel, schmeiß ihn aus dem Nest. Scott wird von Pete Davidson gespielt, der das Drehbuch mitverfasste. Auch sein Vater kam als Feuerwehrmann während den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York ums Leben. Diese Rolle half nun Davidson, das traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Mit dem Tod meines Vaters umzugehen war schwierig. Es lag mir immer schwer auf dem Herzen. Meine Geschichte mit so vielen Menschen zu teilen, ermöglicht mir aber, dieses Kapitel abzuschließen. Was bewegte ihn aber dazu, die Öffentlichkeit an seiner tragischen Lebensgeschichte teilhaben zu lassen? Wir wollen die Aufmerksamkeit auf Probleme richten, welche die Menschen zu Hause belasten, obwohl sie vielleicht nicht offen darüber sprechen. Es ist doch schön zu wissen, dass man nicht alleine ist auf dieser Welt. Und es wird einige Menschen geben, die dieses Problem kennen. Unsere Prognose lautet: Trotz bewegenden Themen wie Verlust oder Erwachsenwerden versteht es die vielleicht etwas zu lange geratene Dramödie mit viel Charme und dem typischen Humor von Regisseur und Co-Autor Judd Apatow, einem ein Lächeln ins Gesicht zu zauern. Das ist schön und gibt 3 von 5 Schirmchen. Danke, dass du mir zuhörst. Du bist eine der wenigen, die mich normal behandeln. Mach ich doch gern.